letztes Leben. Oh, scheiße. Oh Gott, dieses Level wird mich noch einige Zeit kosten, wie es aussieht. Wow. Okay, also im Idealfall komme ich mit der Schildkröte, mit vollem Leben bis zur Schildkröte. Inzwischen kenne ich ja so ziemlich alles auswendig, was hier kommt. Ich sollte es eigentlich drauf haben. Sehr schön. 25er Münzen. Natürlich. Macht überhaupt nichts. Ich krieg ja bald mein Feuer wieder. Genau hier. Aber ungünstig, dass ich getroffen wurde. Wo gab's denn das nächste HP ab? Verdammt! So viel zu mit vollem Leben zur Schildkröte kommen. Ich schätze die Geschwindigkeit der Sägen voll. Das ist mein Problem. Sehr schön. Okay. Leben. Wunderbar. Das ist so gut wie ein volles Leben eigentlich gerade. Ich muss noch die Schildkrötenpassage schaffen. Das war schon mal Fail. Gut. Das war Versuch Nummer 1. Hat nicht gefruchtet. Mich stört, dass ich so oft von den Sägen mich treffen lasse an der Stelle. Ich vergesse immer, wie die fahren. Und
ich nicht einfach hier runter? Warum sagt mir das keiner, dass ich runter kann? Das ist doch voll easy. Sagte er und dann kam der Schuss. Okay. Ich brauche die HP für Unvorbereitetes. Jetzt kommt das Vieh. Okay, jetzt einfach durch. Durch. Was kam jetzt? Einfach durch. Nein. Nein. Wer hat sich diese Passage ausgedacht? Den müsste man auspeitschen. Und zwar 30 Mal für jeden Spucker-Vieh. Es ist nicht zu fassen, ey. Es ist einfach nicht zu fassen, wie sehr ich doch an diesem Level hier verkacke. Entweder bin ich wirklich so schlecht oder das Level ist wirklich so schwer. Aber eins von beiden muss es einfach sein. Inzwischen weiß ich eigentlich schon so ziemlich jede Münze auswendig. Ich müsste eigentlich auch jede Säge auswendig kennen, aber darauf will ich mal noch nicht bauen. Die ignoriere ich jetzt einfach. Sehr schön. Upgrade dafür gibt es ja jetzt nicht. Es ist einfach bloß nochmal Feuer. Vergessen, die Säge ist schwer zu sehen. So. Und jetzt da hoch. Da kommt jetzt ein Vieh. Hier kriege ich jetzt erstmal ein Leben. Ne, kriege ich nicht, weil ich zu früh eingesammelt habe. Oder weil es einfach noch mein erstes Leben ist. Sonst kriege ich immer ja nochmal extra Punkte, weil ich gestorben bin. Wie sich das anhört, ich kriege extra Punkte, weil ich gestorben bin. Sterben bringt extra. What the fuck? Nee, nee, nicht mit mir. Komm her. So. Volle Leben. Und ich bin in einer Segenpassage. Also, es sind alles Segenpassagen, aber ich bin in der Schildkröten-Segenpassage. Whatever. Merken, jetzt kommt das Vieh, was... Oh, ist doch nicht wahr. Wieso kommt denn das Vieh jetzt plötzlich näher angerannt? Sonst kam das auch nie so nah ran.
Ich lebe noch. Noch lebe ich. Betonung auf noch. Nein! Och komm, ich habe nicht geahnt, dass jetzt. Oh. Dass ich da nicht einfach laufen kann, dass ich da springen muss. Woher soll ich das riechen? Wenn man sich so anhört, dann könnte man echt meinen, dass ich das Pandemonium-Spiel überhaupt gar nicht spielen möchte. Aber im Gegenteil. Ich liebe dieses Spiel. Es ist super. Wieso kommt denn das Teil jetzt plötzlich da hoch? Vorhin ging es auch nicht so hoch. Bitte sag mir das nach der Schildkrötenpassage. Verdammt. Bitte sag mir, dass nach der Schildkrötenpassage dann endlich Ruhe ist. Mit dem Level. Weil das macht mich echt fertig, dieses Level. Und zwar sowas von. So. Oh, Scheiße. Oh, dieser Top-Frames gerade. Muss das jetzt echt sein? Jetzt habe ich wieder nur ein HP. Das heißt, ich muss wieder perfekt spielen, um hier durchzukommen. Jetzt haben mich die Top-Frames mich absolut umgebracht. Nichts anderes. Auf ein neues. Wir haben dieses Level ja noch nicht oft genug gesehen. Ich merke schon, das wird einige Parts auf YouTube beanspruchen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich jetzt dieses Spiel schon spiele, aber eigentlich ist es noch gar nicht so lange. Dafür, dass ich schon fast 2/3 durch habe, wenn ich das richtig sehe, aber trotzdem. Naja, auf jeden Fall steht für mich eins fest, dann werden wahrscheinlich bei diesem Spiel auch nur 15-Minuten-Parts kommen. Ich glaube, das ist ganz gut vereinbar. Mit 15-Minuten-Parts. So. Und 50 Coins. Das ist nicht wahr. Mann, muss das denn jedes Mal mir passieren? Danke. Zwar voll riskant manchmal, aber Hauptsache, ich habe mein HP wieder. Ist ja eigentlich noch irgendwas gewesen, ne? Ich hasse dich. Habe ich dir schon mal gesagt, du Mistvieh? So. Und auf ein neues, diese Passage. Mit einem HP.
mache mir halt bloß wieder um die Schussviecher so Sorgen. Na toll. Es beginnt ja schon mal wieder super. Ja.